So, herzlich willkommen zurück auf der Mainstage. Mein Name ist Candy Crush. Neben mir sitzt 24 Tim. Und hallo. Wir haben einen weiteren wunderbaren Programmpunkt für euch. Und zwar Manhattan Makes Me Glow. Eine wunderbare Beauty-Marke, die wir jetzt auch schon öfter hier im Livestream gesehen haben. Im Glücksrad natürlich vertreten. Und wir werden jetzt hier ein paar Leute auf die Bühne holen. Und zwar sprechen wir über What Makes You Glow? Und dafür haben wir folgende Leute dabei. Lucy Hellenbrecht darf gerne zu uns auf die Bühne, wenn sie nicht schüchtern ist. Wir haben Nadja von Manhattan, die wir auch schon kennengelernt haben. Hi, und natürlich Paula Wolf. Hallo. Hi. Ihr setzt euch irgendwo hin, wo ihr wollt. Ja, wir setzen uns einfach. Schön, dass du bei mir bist. Ich lass dich nicht allein. So, Style und Talk ist angesagt, würde ich sagen. Wir haben gerade eben auch schon mit dir über Produktneuheiten, über Clean Beauty gesprochen. Erzähl mal noch ein bisschen, was machen wir jetzt hier mit euch? Genau, also erstmal haben wir hier schön alle Produkte, die die Clean & Free-Reihe umfassen, aufgebaut. Und natürlich haben wir auch Paula und Lucy schon ausgestattet mit ihren Shades, was Skin Tint und Concealer betrifft. Und wir dachten, wir können ein bisschen zeigen, was die Produkte so können und dabei auch ein bisschen darüber sprechen, was sie besonders macht und warum sie vor allem clean sind. Okay, super. Das heißt, wir werden hier eine Live-Demonstration erhalten. Yes. Okay, cool. Macht ihr das einfach an euch selbst am einfachsten, genau, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, zeigt uns doch mal, was, einfach mal an, was die Produkte können. Ganz einfach. Genau, als erstes, die sind schon draußen, oder? Genau, die sind seit gestern bei DM online verfügbar. Also auf jeden Fall schon gelauncht, aber noch ganz frisch. Genau, und wir würden jetzt auch mit der Skin Tint, das ist die Foundation, starten. Genau, ihr habt auch schon ein Schwämmchen dabei. Vielleicht aber auch, wir sind ja schließlich im Style & Talk, dachte ich, vielleicht stellen wir noch ein paar Fragen dazwischen. Ja, ich habe auch direkt eine Frage bei der Foundation. Ist die eher so leicht deckend, sehr stark deckend? Also es ist eine leichter deckende Foundation, leicht bis mittel. Natürlich auch aufbaubar, je nachdem wie man es aufträgt, kann man ja dann die Intensität auch individuell anpassen. Aber ist eine leichtere Foundation. Genau. Die ist auch glowy, ne? Ohne Spiegel ein bisschen schwierig, sehr Feuchtigkeit. Ne? Könntest du mir vielleicht den nehmen? Ich kann dir auch helfen. Ach ja, natürlich. Entschuldige. Ich meine, blind geht es natürlich auch. Ich habe gerade auch so gedacht, wo du hinguckst. Das ist Special Talent. Und ich war so, die kann das bestimmt. Ist nur eine kleine Challenge für mich. Ja, komm, Challenges kannst du. Genau, sie ist auf jeden Fall feuchtigkeitsspendend. Also deswegen auch so ein bisschen glowy im Auftrag. Voll gut. Ja. Aber wenn ihr zwei das gerade schon mit dem Schwämmchen macht, macht ihr das eigentlich auch privat oder habt ihr da besondere Tipps? Also ich mache das eigentlich immer mit meinem Schwamm. Ich komme mit Pinseln nicht klar, ich weiß nicht warum. Wie geht's euch? Also ich mache das immer von der Foundation abhängig. Wenn ich die noch nicht so gut kenne, dann mache ich es meistens nur mit dem Schwamm, weil das nicht so cakey wird. Mhm. Aber wenn ich die schon sehr, sehr gut kenne, dann traue ich mich auch mit dem Pinsel ran. Unterschiedlich. Also ich mische das tatsächlich. Ich fange an mit der Foundation, also ich nehme die Foundation mit dem Pinsel auf, dann verteile ich sie und um sie dann richtig schön smooth im Gesicht zu verteilen, nehme ich dann ein Schwämmchen. Ja, zum Einarbeiten. Genau, aber ich habe mein Schwämmchen auch immer angefeuchtet. Ich nehme das nicht trocken. Ich mag das, wenn es angefeuchtet ist. Haben wir auch. Das genau, weil schön gesagt, die Sache ist auch, wenn es angefeuchtet ist, nimmt der Schwamm nicht so viel Produkt selbst auf. Er saugt nicht so viel ab, sondern saugt nicht viel auf, sondern gibt ab. Genau, ja. Das hat vorhin Lucy schon gesagt, ob wir bitte die Schwämmchen anfeuchten, weil das macht man so. Richtig, aber dann haben wir hier schon die Profis alle beisammen. Genau, wie fühlt sich das für euch an? Spürt ihr die Feuchtigkeit ein bisschen? Ja, also es fühlt sich, ich will nicht sagen wie Wasser, aber man merkt wirklich, dass es richtig hydrating ist und dass es wirklich sehr, sehr, sehr durchfeuchtet ist. Das merkt man definitiv. Ja, wir haben nämlich in der Skin Tint vielleicht da noch kurz so auch einen Feuchtigkeitskomplex, also einen Vitaminkomplex. Aloe Vera, Vitamin E und Vitamin B5 sind da auch enthalten. Deswegen auch wirklich eine sehr pflegende Foundation. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir auf wirksame, pflegende Inhaltsstoffe hier Wert gelegt haben, ist an der Skin Tint auf jeden Fall. Bist du Team, ich sette meine Foundation mit einem Puder oder ich lasse sie glowy? Kommt auf den Look an tatsächlich auch. Also, denn die strahlt jetzt wunderbar. Ihr seht total, als hättet ihr eine richtig frische Haut jetzt gerade ohne das Puder. Und es sieht nicht aus wie Foundation. Genau, das ist das Schöne. Bei der würde ich es tatsächlich auch so lassen, weil man wirkt nicht ölig, sondern frisch. Es gibt natürlich auch andere Foundations oder wirklich wie der Look sein soll, wenn es ein starker Look ist, dann pudere ich auch gewisse Stellen nochmal ab, aber bei der Foundation würde ich auch bei dem Glowy Look bleiben. Ja.
Genau. Was haben wir noch mit am Start? Ich habe hier einen Concealer gesehen, oder? Genau. Der Clean and Free Concealer. Magst du dazu noch was erzählen? Ja, gerne. Der ist, hat eine mittlere Deckkraft. Vielleicht nehme ich da schon eine Frage vorweg. Ja, ich passe jetzt auch auf, weil ich glaube, dass ich Concealer auch nicht immer richtig auftrage. Weil ich bin noch so dieses Oldschool-Dreieck. Ne? So. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja jetzt dieser Trend, wir machen hier einen riesen V. Ja, aber beim Handy sieht es super aus. Ja. Auch wenn du, glaube ich, YouTube-Videos drehst, sieht es gut aus. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Hotelzimmer mache und dann rausgehe und hier dann aber dieses Dreieck habe, dann sieht es halt wirklich aus, als hätte ich mir einmal hier Mehl hingeschmiert. So, ne? Ja, ich glaube, das ist auch also, so. Es gibt ja Videos auch, Instagram, YouTube versus Reality, wie man die Looks schminkt. Und ich glaube, dieses V ist wirklich noch, okay, ich will Full Coverage. Ja, guck mal, ich sehe das ja gerade bei Paul. Ne? Genau. Das ist echt nur so. Lass doch mal unser Publikum. Wir haben ja hier ein Live-Publikum. Ich möchte mal kurz Hände sehen von allen Boys und Girls, die ihren Concealer richtig fett auftragen im V. Das wäre ich einmal. Okay, ich zwei, drei, vier, ein paar. Und dann Leute, die es eher so spärlich Pünktchen machen und die dann verteilen. Okay, das ist doch die Mehrheit. Ne? Ich glaube, und die Leute, die sich gar nicht schminken, gibt es das auch noch? Oder? Okay, das geht nicht. Doch. So ja? Okay, ich habe nichts gesehen. Ich bin einfach wieder weg. Wahrscheinlich ist für die Boys und Girls da draußen, die das ehrlich eher spärlich verwenden, das der perfekte Concealer. Ne? Genau, und vor allem ist auch aufbaubar. Also vielleicht, wenn man dann doch ein bisschen mehr Deckkraft braucht oder möchte, dann kann man auch noch eine richtig Schicht nachtragen. Richtig schön. Ja, sieht sehr natürlich aus. Das ist abgefahren. Also das ist wirklich abgefahren. Du hast nichts drauf. Ich sehe nichts. Als hättest du nichts drauf. Und du hast perfekte Haut. So schön. Schöne Haut, ja. Ja, und auch hier haben wir diesen Vitaminkomplex enthalten. Also es ist sich mit der Skin Tint sehr ähnlich von den Inhaltsstoffen. Auch hier Vitamin E und Provitamin B5 und Aloe Vera, also auch hier pflegende Inhaltsstoffe. Genau. Unter anderem haben wir hier auch noch einen Mascara, der mein Auge gerade hier entdeckt hat. Das ist der Clean and Free Mascara von Manhattan. Was kann der so? Der hat eine Volumenbürste, also ist erstmal für Volumen zuständig. Und vor allem soll er bis zu 36 Stunden halten, also wenn man sehr lange Tage hat, wie jetzt heute hier in der Moderation, kann man auf jeden Fall diese Mascara mit empfehlen. Und sie hat vor allem ein Bio-Bürstchen, also aus 100% Biofasern. Also auch hier haben wir den Nachhaltigkeitsgedanken weitergespielt und nicht nur bei den Inhaltsstoffen geändert, sondern also da auch in der Bürste mit weitergegangen. Und ich sehe gerade den ich hier stehen habe, der ist in der Farbe Braun, was ich sehr schön für den Alltag finde. Wenn man nicht so over the top aussehen möchte, ein ganz dezentes Braun. Ja. Habt ihr den auch noch in Schwarz? Yes. Tatsächlich? Paula und Lucy, ihr tragt gerade schwarz auf, oder? Ja, wir tragen gerade schwarz auf. Habt ihr eigentlich irgendwelche Hacks fürs Mascara auftragen? Weil oft gibt es ja, ich habe dann die Hälfte unter der Augenbraue hängen. Habt ihr da irgendwelche Tipps? Ja, ich trage meine Mascara voll komisch auf, weil ich blinzel immer so rein. Also mir wurde gesagt, dass es ein bisschen eigenartig ist, aber mir funktioniert das irgendwie voll gut. Das heißt, du hältst den genau so, Stift einfach und dann blinzel ich, ja. Ah. Da gehen die Wimpern schon so automatisch über die... Ja. Genau, ja, die biegen sich dann nach oben. Echt? Ja, ich gehe so cool. Aber wie gesagt, ich traue mich ja nie, eine Wimpernzange zu nehmen. Und deswegen sieht es bei mir hier außen dann immer so aus, als würden die so runterklatschen. Ist nicht so geil. Ja, ich mache es ja auch voll dezent. Nur ein Tipp, wenn man dann schon geschmiert hat, auf jeden Fall trocknen lassen. Und dann kann man es mit einem Q-Tip wegmachen. Aber nicht feucht wegmachen, das ist ganz schlimm, dann schmiert es noch mehr. Sehr guter Tipp sogar. Ja, das habe ich auch mal vor ein paar Jahren gelernt und habe das dann probiert und dachte, wow, also es verschmiert plötzlich nicht. Drüber. Genau, also man lässt die Mascara trotzdem ein bisschen antrocknen auf dem Lid und macht es dann mit einem Wattstäbchen einfach. Ja, ich hätte das jetzt eingetunkt und wieder irgendwas. Genau, also klar, das kann man auch machen, aber wenn man schon, nur wenn man schon Lidschatten aufgetragen hat, dass man den nicht wieder komplett entfernt, kann man einfach warten, bis die Mascara trocken ist und dann mit dem Q-Tip entfernen. Genau. Und hier habe ich ja vorhin schon erwähnt in unserer kleinen Brand-Booth, die Mascara hat auch 99% natürliche Inhaltsstoffe. Also das ist wirklich eins unserer Highlights. Und wie sieht es mit dem Bürstchen aus? Genau, Bürstchen ist vegan und eben aus diesen 100% Biofasern. Genau, also. Echt und gut. In der Mascara ist auch Shea Butter enthalten. Also wirklich. Pflege ohne Ende. Ja. Finde ich großartig, habe ich vorhin auch schon erwähnt, wenn Marc
Marken versuchen, also viel wie möglich richtig zu tun. Inhaltsstoffe, Verpackungen, alles mögliche bedenken heutzutage, was ganz, ganz wichtig ist. Deswegen vielen Dank von mir an Manhattan. Danke, dass ihr da an solche Sachen denkt, an den Endverbraucher, dem das wirklich sehr wichtig ist. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich bin sehr gespannt, was das Feedback unserer Zuschauerinnen da draußen zu euren Produkten sind. Ich bin mir sicher, es ist ein absolutes Highlight. Wir haben ein weiteres Highlight jetzt an der Brand Booth und da werden wir uns jetzt hinbegeben. Vielen Dank euch dreien. Tschüss. Einen schönen Tag. Ciao. Dankeschön. Bis später. Tschüss.